Wer bist du? Ich bin die Barbara Meyer, bin ein bayerisches Mädchen, mittlerweile quasi auf der ganzen Welt unterwegs als Model und Schauspielerin. Was machst du momentan? Momentan habe ich ganz viele coole Projekte gleichzeitig. Ich bin immer noch als Model tätig, bin ein bisschen ins Schauspielfach gewechselt, durfte da schon ganz viele Filme drehen. Ich habe ein Buch geschrieben, also ich habe tatsächlich ganz viel bunt gefächert, viele verschiedene Jobs. Wie bist du zur Mode gekommen? Man hat mich in einem Einkaufszentrum gefunden. Mich hat ein Model-Scout angesprochen zu Germany's Next Topmodel. Wurde da gerade Teilnehmer gesucht und der hat mich angesprochen. Ich war ein bisschen zu schüchtern, um Nein zu sagen, weil alle gesagt haben, du musst das machen. Und so kam ich dann dazu. Was war dein erstes Projekt? Ja, mein erstes Projekt war quasi Germany's Next Topmodel zu gewinnen. Es gibt viele verschiedene. Also ich habe zum Beispiel ganz tolle Kunden gehabt. Ich habe verschiedensten Werbespot gedreht, was für mich mein schönster Drehtag überhaupt war, weil so ein wahnsinnig tolles Team war. Das könnte ich jetzt aber zum Beispiel nicht vergleichen, dass ich sage, das war schöner als mein Buch zu schreiben. Mein Buch zu schreiben war immer noch mein Lieblingsprojekt, weil es war einfach so mein Baby. Das habe ich wirklich vom ersten Moment bis zum letzten Satz selber geschrieben, habe die Fotos mit ausgesucht, habe das gestaltet, also es war wirklich alles meins. Das ist natürlich auch ein schönes Projekt. Ich habe aber auch in Paris richtig coole Shootings gemacht, hatte mal irgendwie eine Kette für, glaube ich, 10 Millionen Euro um den Hals hängen und Securities, die mich bei jeder Bewegung halb niedergeprügelt hätten. Also ich habe ganz viele coole, unterschiedliche Sachen gemacht. Ich könnte gar nicht sagen, was so das Spannendste war. Welche Vorbilder hast du? Kommt drauf an, aus welchem Bereich. Ich würde sagen, als ehemalige Mathematikstudentin Albert Einstein. Jetzt als Model wäre es vielleicht sogar Heidi Klum. Ich finde es toll, wie sie alles unter einen Hut bringt, wie sie irgendwie so auch eine Businessfrau ist. Also nicht jemand, der einfach nur vor der Kamera steht, sondern sie hat sich was echt weltweit aufgebaut, das bewundere ich. Es gibt so ganz viele verschiedene Vorbilder für mich. Im Schauspiel finde ich zum Beispiel Tilda Swinton super, weil sie auch sagt, sie geht ohne Mascara auf den roten Teppich. Sie sagt, sie hat halt helle Wimpern, sie ist irgendwie so ein heller Typ und sie steht dazu. Und es gibt so viele, ganz viele verschiedene Menschen, die ich einfach bewundere, die so jeder für sich ein bisschen Vorbild ist. Mit wem willst du gerne mal zusammenarbeiten? Also ich würde wahnsinnig gern mal ein Shooting oder eine Show machen mit Jean-Paul Gaultier, weil ich den einfach unglaublich gern mag. Ich habe jetzt auf dem roten Teppich ein ganz cooles Kleid von ihm mal tragen dürfen und den finde ich einfach toll. Also da würde ich gern ein cooles Fashion-Shooting mal machen mit der Mode. Im Schauspiel gibt es ganz viele unterschiedliche Leute, die ich toll finde. Tilda Swinton tatsächlich als Schauspielerin würde auch gerne mal einen coolen Steven Spielberg-Film machen, ja, wo wirklich ganz große Special Effects aufgefahren werden. Es gibt so viele verschiedene Sachen, fällt mir gar nicht eins ein, wo ich sage, unbedingt das ist der Traum, sondern ich könnte mich gar nicht entscheiden bei so vielen kreativen, coolen Menschen, die es gibt. Welche Dinge begeistern dich? Mich begeistern Menschen. Ich höre wahnsinnig gern Menschen zu. Also mein Freund würde jetzt wahrscheinlich behaupten, ich rede lieber, aber theoretisch höre ich unglaublich gern zu, weil ich finde, es gibt nichts Spannenderes, gerade ältere Menschen, die wirklich viel erlebt haben in ihrem Leben, die einem berichten, ganz normale Geschichten, aber man lernt immer irgendwas dazu, auch von Kindern. Ich höre wahnsinnig gern Kindern zu, weil sie so einen ganz erfrischenden, neuen Blick auf die Welt haben, den wir so ein bisschen verlieren, wenn wir älter werden. Was wären deine Superkräfte? Ich würde mich unsichtbar machen.
und Menschen belauschen, was sie reden. Oder zum Beispiel bei einem Männerabend dabei sein und zuhören, was Männer reden, wenn sie nur unter sich sind. Sowas fände ich super spannend. Was machst du, wenn dir keiner zuschaut? Dann mache ich gar nichts. Dann liege ich einfach auf der Couch und tue einfach mal 10 Minuten nichts. Das Leben ist eine Torte. Welches sind deine Zutaten? Meine Zutaten wären Liebe, Freunde, meine Eltern, meine Schwester, die gehören zu meinem Leben dazu. Sport, Bewegung und positives Denken. Das verlieren wir immer so ein bisschen. Fahrrad oder Auto? Fahrrad, außer es geht dann über eine lange Distanz. Jetzt irgendwie 100 Kilometer würde ich dann sagen, auch gern mal das Auto. Ich singe nämlich zum Beispiel ganz gerne im Auto. Ich kann überhaupt nicht singen und sogar Menschen, die mich lieben, sagen, lass es lieber, weil es möchte sich niemand anhören. Und im Auto, wenn ich allein bin, ist der einzige Moment, wo es niemanden stört und ich darf singen, so schräg, wie es auch immer ist. Dein aktueller oder All-Time-Tipp? Film. Mein Lieblingsfilm ist Findet Nemo. Auch wenn das jetzt nicht kulturell wertvoll ist, aber ich schaue mir das einfach wahnsinnig gern an. Und nach einem stressigen Tag, wo ich vielleicht auch viele Probleme hatte und Sachen, die irgendwie schwierig waren, mag ich das ganz gern, auch einen Film anzuschauen, wo ich nicht mitdenken muss. Wo ich einfach nur sage, es ist lustig, es ist heile Welt und macht Spaß und ist bunt. Dein aktueller oder All-Time-Tipp Musik? ABBA. Ich finde das eine ganz tolle Band und man merkt, finde ich, immer noch, die haben ihre Songs selber geschrieben, die haben die Instrumente gespielt, das ist irgendwie so, haben gesungen, alles aus einer Hand. Das ist nicht mehr irgendwie am Computer zusammengemischt, wie das jetzt manchmal ist, sondern es ist wirklich so eine ehrliche Musik, die aber auch über Jahrzehnte die Menschen begeistert. Das finde ich ist so eine riesengroße Leistung, dass man nicht nur ein paar Wochen in den Charts ist, sondern über Generationen Menschen begeistert. Wenn du ein Motto hättest, welches wäre das? Ich habe mal einen ganz tollen Spruch gelesen, der ist auf Englisch, der hieß: Life isn't about finding yourself, it's about creating yourself. Und das fand ich ganz schön, dass man nicht sagt, irgendwie, man muss sich finden oder man hofft dann irgendwann zu sich selbst zu finden, sondern dass man eigentlich das Leben so sieht, dass man sagt, ich habe es in der Hand, ich kann es mir erschaffen, so wie ich das will. Ich muss vielleicht ein bisschen dran arbeiten, aber ich habe die Möglichkeit, mich zu dem zu machen, was ich sein will und muss nicht auf irgendwas von außen warten. Das finde ich so ein ganz schönes Motto. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich würde gern so weiterarbeiten, wie ich es jetzt mache. Tatsächlich, dass ich mich nicht festlegen muss auf eine Richtung, sondern gerade verträgt sich Modeln und Schauspielen und das ist alles ganz gut. Ich mag diese Mischung und privat möchte ich natürlich irgendwann Kinder kriegen und eine Familie gründen. Jetzt wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber irgendwann steht das auf jeden Fall auf meinem Plan und da freue ich mich sehr drauf. Danke.